Ja, gestern war Patchtag und hinzugekommen ist die lang ersehnte, zumindest von mir lang ersehnte, Junkers Ju-52. Man ist nicht alleine, wie man sieht, da sitzt einer daneben. Aber auch innen drin, vom Cockpit her, es ist wirklich absolut großartig gemacht. Alleine da mal sich umzugucken, ist schon echt der Knaller. Mit der Wellblechkonstruktion von innen, man fühlt sich wie in so einem alten französischen Postauto. Ist hier mal von außen gezeigt. Das ist ein Skin Spanien. Dann hier sowas ist auch dabei. Das ist ein Sanitätsflugzeug. Auch mal kurz gezeigt. Start ist ganz okay, finde ich. Hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Man muss halt mit dem Seitenruder muss man wirklich vorsichtig sein und wenig Schub am Anfang, erstmal ins Rollen kriegen und sowas dann. Aber das ging direkt. Ich habe da keine Schwierigkeiten mit gehabt. Landen muss ich noch. Ich hatte jetzt erstmal nur so ein bisschen geguckt, aber das machen wir nachher in Ruhe. Ja, das wird mit Sicherheit eine spannende Sache, eben auch wegen den Bremsen, wo dann halt auch der Schub zurückgenommen werden muss, damit die Bremsen dann halt benutzt werden können. Also sprich links und rechts dann. Und der mittlere Motor haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Bremsen, wie sie wirken auf die Räder. Aber das werde ich gleich in Ruhe mal ausprobieren. Das ist erstmal so heute Morgen zum ersten Mal reingeguckt, mir die Maschine angeschaut und ja, Begeisterung, totale Begeisterung. Hier jetzt mal ein Custom Skin auch noch gezeigt, den hatte ich schon vorher gemacht, bevor die Maschine überhaupt da war. Oben mit dem Bordschützen drin und Fallschirmspringer an Bord. Und ja, jetzt gleich geht es erstmal in die Missionen rein, mal gucken, was die Missionen so zu bieten haben. Aber ich bin geflasht und ja, die nächsten Tage auf Tauchstation. In diesem Sinne.